Bibbidi Babbidi Bobson Gaming Blue Sun Catcher zurück mit einem neuen. Ach, scheiße, ich muss doch die Zeit stoppen. Ich voll Idiot. So, jetzt. Nochmal bitte. Bibbidi Babbidi Bobson Gaming Blue Sun Catcher zurück mit einem Commentary. Leute, was war in den letzten Wochen nur los? Prelude ging an den Start und die PS4 Community, sie hat gelebt. Meine Fresse. Leute, ihr seid mega geil. Ich muss euch einfach mal in den Himmel loben und sagen. Mann, ihr seid schon echt saugeile Typen. Ne? Also, was wurde denn am Anfang alles geflamed über dieses Turnier? Über die Regeln, über irgendwelche Taktiken, über irgendwelche Ability Sets, Chili, wieder irgendeine Kacke, die man sich da ausgedacht hat. Dachte man sich, man hat wieder gedacht, ach, die Konsolenleute, die werden das eh wieder in den Sand setzen und die sollen doch froh sein, dass sich doch mal jemand kümmert und. Nichts ist, man hat gesagt, Leute, wir bleiben jetzt einfach straight, wir warten jetzt einfach mal ab und Prelude war einfach geil. Also ich muss einfach sagen, es war der Hammer, es war der Wahnsinn. Ich war wirklich das ganze Wochenende damit beschäftigt, mir Streams anzugucken, eure Streams. Es war für mich total cool, man wurde in jedem Stream total lieb begrüßt. Hey Blue und geil, was machst du denn hier und guck mal und wir sind die geilsten und die allerschärfsten. Hat mir richtig gut gefallen. Also mir fehlen wirklich die Worte, dass ich jetzt hier die Konsolenspieler so hoch loben muss. Aber ich bin auch ehrlich, ne? Ihr kennt mich. Ihr kennt mich, dass ich jetzt nicht so der Heuchler bin. Wenn ich was sage, dann sage ich das schon, weil ich der Überzeugung bin, dass ja, ich mach mir jetzt auch nicht mit meinen Commentaries und mit meinen Meinungen unbedingt nur Freunde. Ne? Deswegen kann ich auch mal sagen, dass es so ein paar Konsolenspinner gab, die da rumgeflamed haben, die gesagt haben, HIV-Regeln. Also. Oh, ich will nicht den geistigen Wissensstand von diesemjenigen irgendwie erfassen können, wenn man so eine tödliche Krankheit mit irgendwelchen Multiplayer-Regeln vergleicht. Oh, weiß ich nicht. Und dann gab es noch einen anderen Spieler, der auch gehatet hat. Aber da muss ich wirklich sagen, der Typ hat Eier bewiesen. Hat gesagt, ich finde das kacke, ich finde die Regeln scheiße, ich finde Shield-Teleport scheiße, aber wisst ihr was, ich mach da mit. Finde ich gut. Und selbst wenn er jetzt nach dem Turnier sagt, ich finde euch immer noch scheiße, was er vermutlich denkt, kann man ihm nichts vorwerfen, weil er hat es immerhin probiert und konnte für sich ganz persönlich herausfinden, ja, ist das so meins oder ist das eher nicht so meins? Deswegen Daumen hoch für Low Frequency Bass oder irgendwie so. Finde ich cool. Auch wenn du jetzt Prelude und Azzy Whispers scheiße findest immer noch, aber also ich finde, wenn man was scheiße findet, ohne es vorher auszuprobieren, dann kann man nicht sagen, dass es scheiße ist. Es ist wie mit dem Essen. Ja? Als man mir gesagt hat, Wirsing soll lecker schmecken, habe ich auch erst gedacht, nee, das schmeckt bestimmt zum Kotzen. Und dann hieß es, ja, kostet doch erstmal. Dann habe ich gekostet und habe gesagt, das schmeckt zum Kotzen. Aber ich wusste es immerhin. Ja? Versteht ihr, was ich sagen will? Und ja, also klasse. Und die Finalspiele wurden auch übertragen. Und das Finale war ja mal, oh, ich bin hier wirklich abgegangen. Wir haben einen Shoutcast gemacht mit Siadu und noch einem ganz speziellen Gast von der PSV-Community. Und das hat riesig Bock gemacht. Das hat Bock gemacht mit den zwei. Insgesamt waren wir zu dritt, einen Shoutcast zu machen. Es hat Bock gemacht, die Spiele zu kommentieren, weil die ultra spannend waren. Deswegen, Leute, abonniert Azzy Whispers, wenn ihr es nicht schon gemacht habt und wartet dann die geilen Shoutcastings ab. Und ich muss einfach auch mal sagen, dass ich diese Finalspiele, ich weiß nicht warum, aber ich fand sie spannender als alle Crescendo-Finals, die ich bis jetzt sehen durfte. Das hatte viel mehr, ich weiß nicht, natürlich ist es auch AC4 und AC3, das sind zwei Paar Schuhe, ne? Der Mathelehrer würde jetzt wieder mit seinen Äpfel und Birnen kommen. Oh, ich habe diesen Satz gehasst von dem Mathelehrer, ne? Ich habe den richtig gehasst, wenn man immer, ne, das sind ja Äpfel und das kann man nicht so sagen, Philipp, das, ach halt, nein, sorry für diesen Nostalgie-Flashback gerade in meine Horrorzeiten des Mathematikunterrichts. Nee, ich fand's richtig geil. Und das Allergeilste war ja mal wirklich, dass da irgendein Nappel sich gedacht hat, ich bin mal richtig cool und pack hier einen Shield-Teleport auf einer Palme aus. Und was ist passiert? Es war nicht ein Freescore, sondern der Defender hat gottverdammt nochmal Skill und Eier bewiesen und hat ihn sich geholt. Meine Güte, das war Sugarfree. Du bist für mich der Man of the Match of Prelude, weil du einen Shield-Teleport vom Baum gecatcht hast. So, jetzt ist es raus. Du bekommst von Bobson Gaming die Medaille als geilster Spieler des Turniers, weil du wirklich allen Hatern, allen Leuten, die competitive sein wollen, es aber nicht sind, weil sie zugeben, dass Shield-Teleport ein Free-Score ist,
du hast es allen gezeigt und hast gesagt, Leute, bleibt doch mal easy. Ich hab den gekriegt. Ist nichts Freescore. Ihr seid Opfer. Also, geil. Geil, geil, geil. Hast du richtig nice gemacht. Ich hab das richtig gefeiert im Shoutcast. Und ja, klasse. Schade, dass die Finals so ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind, muss ich sagen. Ich war da mehr auf der Seite vom Underdog. Ist auch schwer. In so einem Shoutcast muss man ja ein bisschen neutral bleiben, aber das geht bei mir nicht. Wenn ich für jemanden bin, dann bin ich auch für jemanden. Genauso war es, als ich mir die Streams von Team Pullback angeguckt habe. Da saß ich wirklich hier vor meinem Fernseher und hab auf den Tisch gehauen und hab mich geärgert und ich so, Mann, und das kann nicht sein. Und Freundin dreht sich um und sagt, Schatz, spielst du AC? Ich so, nein, ich gucke AC und mein Team, was ich geil finde, spielt scheiße. Mann, es war wirklich so, als ob ich zu Hause Hertha gucke und die spielen die größte Grütze. Nun muss man ja natürlich sagen, dass die jetzt nicht die größte Grütze gespielt haben, aber gegen den letztendlichen Tourney-Gewinner sahen sie recht alt aus. Und das hat mich geärgert, weil da so ein paar Fehler dabei waren, die eigentlich nicht hätten passieren dürfen. Aber die passieren dann einfach im Rahmen der Nervosität. Ich meine, es geht ja, wir wissen ja alle, dass es um nichts geht. Es geht um kein Geld, um kein Fame. Es ist einfach ein Turnier unter uns. Mit einem Turnier unter Bekannten. Ein paar Bekannte mag man, ein paar Bekannte mag man nicht, aber man gewinnt ja schließlich nichts, aber trotzdem ist man aufgeregt wie Hulle. Ja, man ist aufgeregt wie irre. Das merke ich selber an meinen Crescendo-Turniers und dann kommen manchmal Sachen zustande, wo du dir denkst, oh mein Gott, war ich gerade so geil oder war der Defender so schlecht oder oh mein Gott, was habe ich denn da gerade für eine Scheiße gemacht? Sowas mache ich doch nicht mal mit Public. Ja? In Public, sorry, nicht mit Public. Nee, Leute, also ihr wisst, wovon ich spreche, diese Crescendo-Nervosität. Fand ich auf jeden Fall geil, um das Thema jetzt mal abzurunden. PSP-Community, ihr seid für mich die Helden der Nation. Ich hoffe auch, dass es ein Prelude 2 geben wird, dass ihr sagen werdet, ja Mann, das hat uns so Bock gemacht, wir wollen jetzt nochmal Prelude 2 und dann drehen wir nochmal richtig auf, weil letztendlich hat uns das doch gefallen, wie AC Whispers das aufgezogen hat, mit den 15 Minuten. Mir persönlich hat das unglaublich viel Spaß gemacht zuzugucken, 15 Minuten Matches, also Hut ab PS4 Community. Mann, jetzt habe ich aber auch einen abgelabert hier, 7 Minuten 14 schon über die PS4 Community. Also jetzt erstmal Luft holen muss. Ich weiß gar nicht, worüber soll ich noch reden? Ah ja, Leute, Leute, Leute! Ich habe mir doch letztes Wochenende, habe ich mir Zeit genommen und habe Playlists erstellt. Playlists von Bobson Gaming. Jetzt ist alles wirklich ein bisschen geordnet. Ja, wenn ihr Solo-Commentaries von mir wollt, dann klickt ihr auf die Playlist Solo-Commentaries. Wenn ihr Commentaries mit Nico und mir wollt, Dual-Commentaries. Klickt euch mal da durch die Playlist. Würde mich freuen, wenn ihr dazu auch in den Kommentaren euer Feedback schreibt. Ich habe versucht, ein bisschen Ordnung reinzubringen und am Kanal-Trailer bin ich noch am Arbeiten. Ich habe ja wieder Lust, Olle Bob ranzukriegen für ein Dual-Commentary. Ja? Kackidiot. Ja? Er schreibt erst seinen Bachelor und sagt, ich habe keine Zeit. Jetzt frage ich ihn, und wie sieht's jetzt aus? Ja, jetzt schreibe ich meinen Master. Oh, Mann, ey, der Typ geht mir auf die Nüsse. Ja? Was ist denn jetzt wohl wichtiger? So ein Kack-Master oder hier? Ihr Abonnenten, wir stehen kurz vor den 600 und wir wollen die 600 dieses Jahr erreichen, Leute, ne? Das, so viel steht ja nun mal fest. So, was wird als nächstes auf Bobson Gaming erscheinen? Ich kann ein bisschen Spoiler machen, hier den Spoiler-Alarm anmachen. Und zwar habe ich Blind Commentaries wieder aufgenommen. Und die werde ich dann auch hochladen. Boah, sorry, ich habe gerade irgendwie... Dann habe ich natürlich mein bestes Spiel aus Crescendo 2. Das ist sogar schon oben. Das ist so frustrierend. Ich hatte es schon hochgeladen und als ich es mir dann nochmal unlisted angeguckt habe, habe ich da einen Fehler entdeckt. Insofern, dass was asynchron war und ich mir dachte, oh nein, das kannst du den Leuten auf YouTube nicht. Ah, und ich bin dann so ein Perfektionist. Also alles ganz nochmal machen und jetzt muss ich das nochmal hochladen und das wird euch auf jeden Fall erwarten. Jede Menge Content auf Bobson Gaming. Leute, ich glaube, die Zeit rennt uns so ein bisschen davon. Die letzte Minute ist schon angebrochen, die Sekunden ticken herunter, deswegen ja, verabschiede ich mich jetzt schon, freue mich auf Crescendo 4, das findet jetzt auch nächste Woche ist schon so, scheiße, ist schon nächste Woche, ich muss mal anfangen wieder mit ein bisschen spielen und zu trainieren, damit ich wieder ein Spiel, vielleicht sogar zwei oder drei Spiele raushaue, die irgendwie ein bisschen ansehnlich sind. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und haut da rein. Ciao.
Meine Damen und Herren, das steht 1:1 auf Brewery. Der Gegner hat sich entschieden, eine Dreier-Def zu machen. Doch was sehen wir da? Blue Suncatcher, der Defender, er geht nach vorne. Er möchte escorten. Er möchte unbedingt Xiadu escorten. Xiadu stirbt am Ponyhof. Aber was macht Suncatcher? Was macht er? Der hat keine Fähigkeiten. Er nimmt sich einfach das Artefakt. Er läuft über das ganze Feld. Die Sekunden ticken runter auf die Uhr. Er muss doch nur punkten. Punkte, Punkt, Score, Score, Score!